Eigentlich sind Materialien für mich an erster Stelle. Erst danach kommt die Form. Denn der zeitgenössische Mensch sehnt sich nach echten Materialien. Er steigt im Auto ein und ist umgeben von Oberflächen, die ihm eigentlich nur etwas vormachen. Kunststoff sieht nach Holz aus, das Plastik sieht nach Leder aus, nach Aluminium. Nur nicht nach dem, was es ist. Und das altert dann auch dementsprechend unschön. In diesem Sinne ist unsere Tischmanufaktur ein kleines engagiertes Team von Handwerkern, deren besonderes Anliegen es ist, den natürlichen, manchmal wilden Charakter des Holzes in einer modernen, aber dennoch zeitlosen Form zu vereinen. Demfolgend werden alle unseren Produkte von Hand gefertigt. Denn wir glauben, dass ein spezieller Austausch von Energie stattfindet, wenn ein geschickter Handwerker das Holz formt. Eigentlich ist auch mein Hintergrund nicht in der Holzindustrie. Ich war bis vor einigen Jahren in einem großen multinationalen Unternehmen im Marketingbereich beschäftigt. Und dann hatte es mir irgendwann einmal gereicht, den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen. Denn ich wollte etwas mit meinen Händen machen. Holz war immer schon ein Werkstoff, zu dem ich mich hingezogen fühlte. Der Baum ist eines der wenigen lebendigen Dinge auf dieser Erde, der nach seinem biologischen Ableben noch einen sinnvollen Gebrauchswert hat. Der Baum lebt in diesem Sinne weiter in unseren Tischen. Das finde ich nach wie vor faszinierend. Zu ritualen Charakter. Es ist der Platz, an dem sich Freunde und Familie treffen, um das Leben zu genießen.